Ist das Leben wunderschön? Die Girls sind wunderschön! Hey! Schau mal, die Kerle sind wunderschön! Dann eigentlich noch nervös? Cabaret wurde jetzt schon ein paar Mal gespielt oder ist es jetzt schon sozusagen Routine drin? Es ist eine gewisse Routine drin, aber die Aufregung geht ja nicht vorbei. Du hast ja jeden Tag ein neues Publikum. In dem Falle hier haben wir ja 5-mal die Woche Show und das Publikum ist stetig anders. Es reagiert immer ganz anders. Du reagierst auch als auf der Bühne auf deine Kollegen anders. Du versuchst ja zwar immer alles mehr oder weniger gleich zu machen, aber du willst ja, dass die Geschichte lebt und die lebt ja auch davon, dass du es jedes Mal aufs Neue versuchst, gleich zu machen und auch besser. Und da ist immer so eine Aufregung. Man hat ja ein gewisses Respekt vor den Rollen. Also die meisten hier sind doppelt besetzt, in dem Falle ich als Konfrontier und Frau Schneider. Dass beide Individuen halt auch unterschiedlich sind und nicht unbedingt halt einfach nur runtergeleiert sind. Und dass jede Figur an sich lebt, das ist an sich schon eine Aufregung genug. Und dann hat man noch ein Publikum, das sich auf jeden Fall richten wird. Und ja, also die Aufregung geht niemals vorbei. Und das finde ich aber auch schön. Das lohnt sich. Das ist echt einfach geil, kann man sagen. Sag nochmal was zu deinen Rollen. Was darfst du denn spielen? Ich spiele den Confrontier. Das ist der, ja, wie der hier dargestellt wird, ist das halt einfach so ein Typ, also ihm gehört an sich schon das Cabaret. Für ihn arbeiten quasi diese ganzen Cabaret-Girls und ja, also ein machtgieriger Mensch, der sehr auf Profit aus ist, vor allem damals in den 30er Jahren. Es hat sich an sich nicht wirklich viel verändert. Also wir stellen mit der Figur auch einiges dar, was heutzutage halt einfach wiedergespiegelt werden sollte durch diese Rolle. So auch die Frau Schneider, die ja, also eine Berlinerin sein soll mit meiner Hautfarbe. Aber es geht, es ist wunderbar. Es ist einfach eine sehr lustige Rolle, die zu spielen ist. Ihr gehören die Apartments, wo die meisten quasi unterkommen und also jedes Mal, wenn sie in ein Bühnenbild kommt, bringt die Frau halt noch extra ihren Pfiff, ihr Leben halt einfach mit rein. Die ist halt einfach eine Seele einfach. Was begeistert dich an diesen zwei Rollen, die spielen zu dürfen? Wie kannst du das Ganze auch ausleben? Es begeistert mich erstmal, weil ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass man in dem Falle einen Dunkelhäutigen als Confrontier und schon gar nicht als Frau Schneider einsetzen würde. Die Idee fand ich einfach erstmal bombastisch, deswegen habe ich mich auch beworben damals. Und als ich genommen wurde, dachte ich mir, uff, unglaublich. Und es ist... Ausleben finde ich schwierig. Ich finde sich das Einleben in diese Figur finde ich wichtiger als sie auszuleben in dem Sinne, da ich versuche sie wirklich zu verstehen, was steckt hinter so einer Persönlichkeit. In dem Fall diese zwei Persönlichkeiten, Frau Schneider und Confrontier. Was macht diese Person aus, um diese auch wieder spiegeln zu können für das Publikum, dass es auch verständlich ist, was diese Personen oder Personen halt eben darstellen. Und ich finde es klasse. Ich finde es einfach nur klasse. Was begeistert dich denn am Schauspiel und wie bist du überhaupt da hingekommen? War das schon immer so ein Kindheitstraum, wo du schon vielleicht ein bisschen geliebäugelt hast? Nein, ich wollte Koch werden. Oh, das ist ja was ganz anderes. Ja, ich wollte Koch werden. Kannst du denn gut kochen? Ich gebe mir Mühe. Also ja, ich bin mehr oder weniger in der Küche aufgewachsen. Und ans Schauspielen bin ich eigentlich durch eine sehr liebe Kollegin gekommen, die mich... die hat mir in den Arsch getreten, wortwörtlich gesagt, und sagte halt einfach, probier's aus, geh dann in die Schauspielschule, ich helfe dir mit dem Monolog, und hat es mit mir erarbeitet und ich habe es dann einfach mal auf die Kappe genommen, auf den Kopf zu bekommen, zu sagen, Junge, du passt nicht rein. Und es hat dann funktioniert und ja, das ist das Ergebnis. Also
das Schauspielen ist halt dann auch eine Einstellungssache. Entweder man steckt dahinter oder man kann es lassen bleiben. Es ist halt ein harter Job. Es steckt sehr viel dahinter mit sehr vielen Türen, aber auch sehr viele Blüten, wo man halt einfach Spaß hat am Job. Und ja, ich liebe es. Ich liebe es. Ich glaube, ich verliere mich.